Bei der heutigen Pressekonferenz mit Landesparteisekretär Klubobmann Stefan Herrmann und Klubobmann-Stellvertreter Gerald Deutschmann wurden die freiheitlichen Initiativen der nächsten Landtagssitzung präsentiert. Die steigende Anzahl an muslimischen Kindern dank der unkontrollierten Massenzuwanderung der Vorgängerregierung führt zur Verbreitung radikal-islamistischer Theorien in unseren Schulen. Dem wollen die Freiheitlichen, allen voran Klubobmann Stefan Herrmann, entgegenwirken. Wir werden am kommenden Dienstag ein brennendes Thema in den Landtag tragen. Nämlich werden wir im Rahmen einer Aktuellen Stunde die Situation Islamismus an steirischen Schulen beleuchten. Wir wissen spätestens seit dem Buch von Wiesinger, Kulturkampf im Klassenzimmer, dass es in steirischen und österreichischen Schulen massive Probleme gibt. Integrationsunwilligkeit, Radikalisierung, Mobbing stehen auf der Tagesordnung und hier muss die Politik Verantwortung leben und diese Missstände auch abstellen. Es kann nicht sein, dass Familien in unser Land kommen, Integrationsunwilligkeit der Eltern am Rücken der Kinder gelebt wird und die sanktionslos davonkommen. Man muss Überlegungen dahingehend anstellen, freiwillige Sozialleistungen für Integrationsverweigerer einzustellen, bis hin auch die Familienbeihilfe zu kürzen. Die Sozialhilfeverbände leiden unter schweren Strukturproblemen, Kontroll- und Effizienzmängel. Die Freiheitlichen warnen seit vielen Jahren vor den intransparenten und parteipolitisch gesteuerten Vorgängen innerhalb der Verbände. Landtagsabgeordneter Diplom-Ingenieur Gerald Deutschmann deckt auf. Grund unserer Anträge im Herbst, im politischen Herbst, ist ein Teil die Sozialhilfeverbände, das Problem mit den bestehenden Strukturen, wo wir wissen, dass wir hier pro Jahr 1 Milliarde Euro an die Sozialhilfeverbände überweisen müssen. Hier haben wir eine Doppelbödigkeit, eine alte Proportsituation, wo wir jetzt immer mehr oder weniger herausappert, dass die Intransparenz der bestehenden Verbände eigentlich ein enden wollendes Verhalten im Proportsystem sein wird. Wir werden darauf achten, dass es hier zu klaren Richtigstellungen, dass es zur Transparenz kommt und dass eine Expertenkommission einzusetzen sein wird, die hier Klarheit schafft und wieder die Steuergelder so verwendet, wie sie im sozialen Bereich auch verwendet werden müssen.